Balic, du warst selbst auf dem Feld die letzten paar Minuten. Schildere uns das mal aus deiner Sicht. Schwer zu schildern. Einfach Achterbahn der Gefühle, würde ich jetzt sagen, fällt mir jetzt einer Floskel. Richtig bitter. Fühlt sich extrem an wie eine Niederlage einfach für uns. Wir machen in der 95. 3-2 und dann kriegst du so ist 3-3. Ja. Fühlt sich an wie eine Niederlage. Philipp Ziers, wie nahe war man heute am Sieg dran? Ja, ich glaube, wenn man in der Nachspielzeit das 3-2 macht, dann muss man das Ding über die Zeit bringen irgendwie. Dann kriegen wir es im nächsten im Gegenzug direkt. Dreimal in Führung gegangen, letztendlich immer wieder in den Auszeit kassiert. Deswegen bitterer Moment. Denkst du trotzdem, dass es ein verdientes Ergebnis ist heute? Ja, ich glaube schon, dass wir ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Gerade wenn man bedenkt, dass wir Donnerstag unterwegs waren, haben schon unsere Stärken dann gerade in der zweiten Halbzeit auf den Platz gebracht. Und letztendlich müssen wir uns an die eigene Nase fassen.